Und letzter geplanter Redner in dieser dringlichen Debatte, Norbert Sieber von der ÖVP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus. Ja, geschätzter Kollege Bernhard, diese Regierung hat sich mit dem Kinderbonus zu einem unbürokratischen Weg entschlossen, allen Familien diese Leistung von 360 Euro pro Kind zukommen zu lassen. Weil auch alle Familien in der Corona-Zeit Leistungen, unglaubliche Leistungen erbracht haben mit Homeschooling und Betreuung und vielen weiteren Themen. So viele an Leistungen, dass wir sagen können, die Familien waren es, die diese Gesellschaft durch die Krise auch getragen haben. Deswegen stehen wir auch zu dieser unbürokratischen Methode, Geld zu den Familien zu bringen. Und zum Familienhärtefonds sei auch eines gesagt. Faktum ist, dass wir seit Mitte April die Möglichkeit haben, Anträge auf diesen Fonds zu stellen. Man muss dazu sagen, dass in den letzten Jahren auch dieser Fonds mit ca. 600 Anträgen pro Jahr bestückt wurde. Mit Beginn der Krise war es nun so, dass eine ganze Flut an Anträgen ins Ministerium gekommen sind. Und die Antwortmöglichkeiten haben die Systeme überlastet, sodass die automatischen Antworten nicht mehr hinausgegangen sind, weswegen auch ein neues System aufgesetzt werden musste, damit hier eben entsprechend Information zu den Menschen gekommen ist. Faktum ist, dass inzwischen mehr als die Hälfte aller Anträge bearbeitet sind und dass auch über 10 Millionen Euro von den 30 Millionen ausbezahlt sind. Wir sind hier also auf einem guten Weg, was uns auch sehr freut. Faktum ist es auch, dass bei der Hälfte aller Anträge Angaben fehlen. Diese Anträge müssen nun einzeln nachgearbeitet werden. Die Antragsteller werden kontaktiert, damit der Antrag auch entsprechend vervollständigt wird. Dass das bei dieser Flut an Anträgen etwas dauern kann, ich glaube, das sollte jeder auch verstehen. Dass Anträge auf dem Familienhärtefonds, bei denen keine Kinder vorhanden sind, wir sprechen vom Familienhärtefonds, wenn also keine Kinder vorhanden sind oder es zu keinem Einkommensverlust gekommen ist, abgelehnt werden, auch das sollte klar sein. Und ich glaube, dass wir bei diesem Familienhärtefonds auf gutem Weg sind und dass die Menschen auch hier entsprechend zu ihrem Geld kommen. Und ich danke auch der Frau Minister, dass wir hier mit aller Kraft dahinter sind. Aber auch noch ein Wort zu den Pensionen der Bauern und zum Kollegen Schellhorn. Dass die Absenkung des fiktiven Ausgedinges bewirkt eine bescheidene Anhebung der Bauernpensionen. Diese Bauernpensionen, von denen wir hier reden, werden auch nach dieser moderaten Anhebung unter der Mindestpension, unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz sein. Wenn ein erfolgreicher Hotelier wie der Herr Kollege Schellhorn hier herinnen diesen Bauern diese bescheidene Anhebung vorwirft und vorhält, dann ist es ganz einfach schäbig seiner nicht. So, zuerst, Herr Abgeordneter, würde ich Sie, Herr Abgeordneter, Sie haben kein Mikro. Sie ersuchen, sich in Ihrer Wortwahl zu mäßigen, auch wenn es eine sehr emotional geführte Debatte ist und Sie eben darauf aufmerksam machen, dass die Fraktionsredezeit ausgeschöpft ist. Damit ist mir jetzt auch niemand mehr zu Wort gemeldet.